Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch, dem 25. Jänner. Herzlich willkommen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Zum einen geht es anfangs ein bisschen um das Thema Samsung, anschließend eine kurze News zum Thema Alexa. Dann geht es ein bisschen wieder um etwas Ferneres aus dem Filmbereich, nämlich um Oscars und was die vielleicht doch auch mit Technikthemen zu tun haben. Dann geht es um Bill Gates und generell ein paar News rund um Microsoft, also quasi dessen Konzern. Dann geht es um Apple am Ende, einerseits um so ein bisschen die Wahlversprechen und die ganzen Wahlthemen rund um Trump, andererseits um neue Software und neue Features. Wir beginnen mit Samsung. Samsung hat heute mehr oder minder bekannt gegeben, zumindest gab es ein Interview mit dem Samsung-Chef der Mobilsparte, dass es doch ein Note 8 geben wird. Am Montag haben wir erfahren, warum die Batterien so Probleme gemacht haben beim Note 7. Heute kam jetzt mehr oder minder raus, dass es trotz allem ein Note 8 geben wird. Der Grund dafür liegt eigentlich relativ auf der Hand. Die Note-Kunden sind eigentlich die treuesten Samsung-Kunden und man möchte trotzdem noch die positive Reputation, die das Gerät quasi über 6 Modelle gesammelt hat, weiter nutzen. Dementsprechend soll im Herbst wahrscheinlich dann ein neues Note 8 kommen. Ebenso gibt es die ersten Gerüchte zum Galaxy S8. Das wird ja nicht so MVC erscheinen, wie wir gestern im Geek Talk Daily hatten. Wahrscheinlich wird es am 14. April soweit sein. Aber Samsung dürfte für dieses Handy schon bereits deutlich stark einkaufen. Auf der CES wurde ja der Snapdragon 835 vorgestellt und da dürfte Samsung mehr oder minder so ziemlich alle Prozessoren, die bis dahin produziert werden, einkaufen. Aktuell andere Hersteller wie LG oder HTC dürften da keine Chance mehr, an Prozessoren zu kommen. Wie es aussieht, wird auch das LG G6, das hatten wir auch am Montag schon im Geek Talk, mit einem Snapdragon 821 nur vorgestellt werden. Das ist natürlich sehr ärgerlich für die anderen Hersteller. Aber ja, anscheinend zahlt Samsung gut genug, dass sie die Prozessoren entsprechend horten können und wir diesen Prozessor dann wahrscheinlich am 14. April im Galaxy S8 sehen werden. Wir kommen zu Amazons Echo. Da ist jetzt der Sprachdienst Alexa integriert und der glänzt ja vor allem dadurch, dass man ihn durch Skills immer wieder schön erweitern kann. Der lernt jede Woche neue Dinge dazu, da gibt es jede Woche neue Skills. Dieses Skills programmieren Drittanbieter quasi und so kann man dann mit dem Echo quasi andere Dinge auch steuern. Allein in der letzten Woche zum Beispiel waren das 22 neue Skills, also durchaus viel. Dementsprechend hat Amazon schon einige Probleme, diese Skills alle schön darzustellen und auffindbar zu machen. Um das jetzt in Zukunft besser zu machen, wird es da jetzt einen neuen Store quasi geben. Der soll demnächst starten und soll dann eben diese Skills besser darstellen und besser auswählbar machen. Ich bin Alexa-Kunde, ich habe dann ein Echo Dot gekauft vor 2 Monaten so ungefähr. Ich kann das nur sehr, sehr, sehr begrüßen. Dieser Store ist wirklich extrem unübersichtlich und gerade neue Dinge findet man sehr schlecht. Da noch eine neue Anwendung. Ist gut, dass Amazon das erkennt und da entsprechend reagiert. Wir kommen zu den Oscars. Gestern am Dienstag wurden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Ich mag jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Offensichtlich ist der Film Moonlight ganz vorne weg, genauso wie das Musical La La Land. Was hat das Ganze jetzt mit Technik zu tun? Naja gut, moderne Filme sind sehr viel Technik. Auf der anderen Seite gibt es aber eine relativ interessante Nebennews zu dem ganzen Thema. Nämlich Amazon hat dort auch einen Film am Rennen. Und der ist sogar nominiert in Best Picture, also quasi bestes Bild, bester Film mehr oder minder. Manchester by the Sea heißt der, ist eine Amazon-Eigenproduktion und der erste Film eines Streaming-Anbieters, der in dieser Kategorie quasi punkten kann, also zumindest mal nominiert ist eben. Und immerhin, Amazon hat damit Nominierungen für 6 Oscars, das ist schon ein sehr, sehr beachtliches Ergebnis und zeigt, wie Streaming-Plattformen momentan die ganze Industrie und die ganze Branche ändern. Wir kommen zu Bill Gates. Wahrscheinlich der reichste oder einer der reichsten Männer der Welt auf jeden Fall. Und ein amerikanisches Wirtschaftsmagazin hat es quasi herausrecherchiert, dass Bill Gates der erste Billionär werden könnte. Eine Billion, das ist eine Zahl mit 12 Nullen hinten. Und in 25 Jahren könnte er das geschafft haben. Auch wenn er schon vor einiger Zeit bei Microsoft ausgestiegen ist, wächst sein Vermögen weiter und weiter und weiter. Das wird auch in Zukunft so sein. Und ja, in 25 Jahren könnte er der erste Billionär sein, dann wäre er 86 Jahre alt. Was da auch schon einkalkuliert ist, dass er sehr, sehr viel Geld in diverseste Stiftungen spendet, auch diverseste hat. Also selbst mit seinen weiterhin sehr, sehr großzügigen Spenden dürfte sich das ausgehen. Ja, wir wünschen ihm alles Gute auf dem Weg und hoffen auch, dass er weiterhin so brav spendet. Stichwort Microsoft, da gibt es auch eine interessante Neuerung. Office 365 kann jetzt die Daten auf Wunsch auch auf deutschen Servern speichern. Dazu kommen Datentreuhänder zum Einsatz, so nennt ich das jetzt. Das heißt, Microsoft kümmert sich nicht selbst um die Server, sondern greift da auch auf Drittanbieter zurück. In Deutschland wird das die Firma T-Systems übernehmen und ja, auf Wunsch kann dann eben quasi alle Dateien in Deutschland gespeichert werden
und man könnte so dem Zugriff der NSA oder sonst was quasi entgehen und geht damit auch ein bisschen dem Safe Harbor Abkommen nach. Teurer ist das Ganze dann leider allerdings schon ein bisschen. Im Endeffekt muss man ungefähr 25% Aufpreis rechnen. Klar, deutscher Support und deutsche Server kosten. Microsoft kauft sich diesen Dienst, wie wir gerade gehört haben, eben auch nur ein. Dementsprechend alles nur nachvollziehbar. Und ehrlich gesagt finde ich den Preis für die Lösung, wenn man das denn möchte, eigentlich sehr fair. Zum Schluss darf Apple mit 3 Meldungen mehr oder minder diesen Podcast abrunden. Zum ersten gibt es ja die ersten Gerüchte, dass Apple vielleicht tatsächlich gemeinsam mit Foxconn einige der Produktion nach den USA verlegen könnte. Foxconn prüft angeblich gerade, wie denn das aussehen würde und wie das auch vor allem mit Fertigungsanlagen aussieht. Das heißt, wahrscheinlich werden dort Fabriken zum Einsatz kommen, die größtenteils Roboter einsetzen. Jetzt gibt es die ersten Gerüchte, dass vielleicht eine Fabrik zur Displayherstellung kommt, die sogar 30.000 bis 50.000 Arbeitsplätze entstehen lassen könnte. Aber die Dritthersteller bzw. die Zubehörindustrie waren sehr groß. Neuen Schätzungen zufolge würde ein iPhone made in USA quasi $500 mehr kosten. Ich glaube nicht, dass die Kunden das bereit wären zu zahlen. Ich sag's gleich, ich wäre es nicht. Stichwort Apple, wir kommen zu Updates. Es gibt die große Update-Runde jetzt für alle Betriebssysteme. Gestern, also Montag am Abend eigentlich, wurden Updates für alle 4 Betriebssysteme von Apple veröffentlicht. Neue Features sucht man hier vergebens. Im Endeffekt hat sich nichts geändert, außer dass eben die Stabilität und die Sicherheit verbessert wurde. Aber gestern Abend gab es dann auch die ersten Beta-Versionen für Entwickler für macOS, iOS und tvOS. Und da gibt es jetzt wieder einige neue Features. macOS lernt zum Beispiel den Nightshift-Modus, also dieses etwas oranger werden quasi in der Nacht, bekommt eine neue Diktierfunktion für neue Sprachen, das interessiert uns jetzt vielleicht eher weniger. Und PDF-Kit wurde wieder repariert. Unter macOS Sierra gab es ja Probleme mit PDFs. iOS lernt auch einiges dazu. Unter einigen 3D-Touch-Optionen quasi für die eigenen System-Apps, das vielleicht nicht ganz so spannend ist, gibt es auch ein neues Feature, mit dem man, wenn man welche hat, seine AirPods finden kann. Ein interessanter Schachzug, nachdem Apple vor 3-4 Wochen ungefähr noch eine App, die genau das konnte, entfernt hat und meinte, man brauche das nicht und das passe nicht zum Lifestyle. Jetzt baut Apple das selber ein. Sei mal gespannt. Die wichtigste Änderung ist aber wahrscheinlich unter der Haube. Das iPhone wird dann auf das neue Betriebssystem APFS umgestellt. Das wurde bereits angekündigt auf der WWDC letzten Jahres. Gerade in dem Fall aber, falls euch dann entscheidet, wenn die Public Beta startet, auf das Gerät umsteigen, also auf dieses neue Beta umsteigen zu wollen, ganz, ganz wichtig, mehr denn je Backup, Backup, Backup. Wenn das ganze Dateisystem eines iPhones umgestellt wird, könnte das ihr vielleicht durchaus Probleme geben. Das war's vom heutigen Geek Talk Daily. Freut mich, dass ihr euch von mir in den Tag begleiten habt lassen. Zuletzt darf ich nochmal bitte auf unsere Umfrage hinweisen unter daily.geektalk.ch/Umfrage bitte an der teilnehmen und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk.